Willkommen. Heute mal ein paar Tipps für Nordic Ashes für Anfänger. Ihr sucht euch den Charakter der beiden, den ihr am Anfang habt, aus, den ihr möchtet. Dann die Waffe hier von den dreien zum Beispiel, mit der ihr am liebsten gerne spielen wollt. Betretet die erste Map auf leicht. Und jetzt ist am Anfang ganz wichtig, die Karte zu erkunden und diese Kisten zu zerstören und jede Erfahrungspunkt durchs Töten der Gegner ruhig mitnehmen. Dabei immer über die Karte wandern, denn es gibt viele Sachen zum Freischalten. Diese Münzen, die jetzt links oben angezeigt werden, 6 Münzen aus den Kisten, versuchen einzusammeln vor dem ersten Boss. Denn nach dem ersten Boss gibt es einen Shop und nach dem zweiten Boss auch. In dem könnt ihr all eure Münzen ausgeben für Aufwertung, neue Waffen, alles was euch angeboten wird. Daher ist es wichtig, die Münzen hier oben viele einzusammeln und auf dem Weg auch die Erfahrungspunkte der getöteten Gegner. Des Weiteren die Waffe, die ihr euch am Anfang aussucht, die Axt, das Schwert oder den Hammer, wie ihr möchtet, als erstes aufzuwerten durch die Punkte, die ihr erhaltet durchs Töten der Gegner. Wir haben jetzt 3 Punkte insgesamt eingesammelt und können die Waffe jetzt upgraden. Durchhalten der Leertaste. Und das macht ihr am besten bis Stufe 10 als allererstes und dann erst weitergehen zum nächsten Punkt. Da könnt ihr dann 1 oder 2 aufwerten, ganz wie ihr möchtet. Wichtig ist, dass ihr die Anfangswaffe, die ihr habt, als erstes ganz nach oben aufwertet. Und hinzu kommt, es gibt eine ultimative Fähigkeit bei jedem Charakter. Die hört sich der Namensgebung her zwar gut an, es bringt aber viel mehr, seine Anfangswaffe und die dazugehörigen Erweiterungen, die Abklingzeit und die Geschwindigkeit nach oben zu bringen und die am Anfang in den ersten Läufen komplett zu ignorieren. Die ist nur sehr teuer und hat auch eine sehr hohe Abklingzeit. Man macht mit seiner Einzelwaffe, die man hat, oder später noch eine zweite Waffe, mehr Schaden. So, immer hier schön einsammeln und rumlaufen. Denn es gibt noch so etwas, Altare. Es gibt einen für 5 Münzen, einen für 15. Dann diese Ratte hier ist ein kleiner Miniboss, noch kein großer. Die großen Bosse werden euch angezeigt direkt im Bild. Ploppen die auf, der Name des Bosses. Hier gibt es auch noch einen roten. Wenn ihr da durchgeht, verliert ihr ein halbes Herz beim Betreten. Könnt die Sache einsammeln durchs Gegenlaufen. Und beim Verlassen bekommt ihr wieder ein halbes Herz Schaden. Ich kann euch das einmal zeigen. Ihr geht hier rein, berührt das und geht wieder raus. Wir haben jetzt den Butterkeks eingesammelt. Den können wir uns durchlesen, wenn wir Tab drücken. Das ist der hier. Fügt einen vollen roten Herzcontainer zu. Also wir haben zwar ein halbes Herz beim Reingehen und ein halbes beim Rausgehen verloren. Haben jetzt hier aber einen mehr, den wir durch Heiltränke auffüllen können. Was sehr gut ist, so etwas einzusammeln. Gibt es noch 2 Altare, die sind etwas rot hinterlegt. Mal gucken, ob wir schnell einen finden. Das ist nämlich Zufall, wo die sind. Sie sind immer da. Ah, hier haben wir noch einen, der kostet gar nichts und wir bekommen hier in dem Fall eine Kiste. Da sind immer 3 Auswahlmöglichkeiten drin in Kisten. Und
das ist ein Gratis-Altar. Die gibt es auch mit anderen Gegenständen. Es ist also nicht immer eine Kiste. Hier haben wir wieder eine Kiste. Da war jetzt auch ein Heiltrank drin und Münzen, was sehr wichtig für uns ist. Und wie gesagt, es gibt noch zwei Altäre. Da müsst ihr eine gewisse Anzahl an Gegnern töten. Einmal 100 und einmal 350. Da müsst ihr auch gegenlaufen, dass er sich aktiviert. Und dadurch taucht ein Ring auf um euch herum. Hier ist der für 5 Münzen. Einfach gegenlaufen. Der gab uns jetzt zum Beispiel ein Met. Es ist dieses hier. Für 2 leere Herzcontainer zu. Also es ist wirklich wichtig, immer über die Karte zu laufen, alles zu erkunden und einzusammeln, wenn möglich. Und bei den beiden Altären, die wir jetzt noch nicht gefunden haben, also die sind halt irgendwo, taucht dann, wenn ihr gegenlauft, ein Kreis auf. In dem Bereich müsst ihr die Gegner dann töten. Dann verringert sich die angezeigte Anzahl. Und ihr bekommt dafür dann auch eine Belohnung. Die ist auch jedes Mal unterschiedlich. Und am Ende seht ihr, was ihr eingesammelt habt. Also ist jetzt wenig, weil ich euch einfach nur zeigen wollte, was am Anfang wichtig ist. Und hier stehen dann auch noch die Sachen, die ihr bekommen habt. Ihr werdet dann am Anfang, wenn ihr es geschafft habt, bekommt ihr sogenannte Yggdrasil-Blätter. Die sind hier auch zu sehen bei dem Charakter. Wenn ihr auf eins der Gebiete geht, bekommt ihr hier ein, hier 2 fürs Schaffen und hier 3. Beim allerersten Mal bekommt ihr aber auch durch die Minibosse, durch den ersten und zweiten auch ein Yggdrasil-Blatt. Diese könnt ihr dann verwenden, um bei Yggdrasil die Blätter, die ihr bekommen habt, für dauerhafte Upgrades zu investieren. Da ist euch dann überlassen, wie ihr am liebsten spielt, was ihr als erstes macht. Es gibt verschiedene Sachen. Und man muss sich das auch noch weiter freischalten alles. Es gibt auch noch Samen, nicht nur Münzen, sondern auch Samen, die auftauchen können durchs Töten von Gegnern. Das sind diese hier. Unten links. Die könnt ihr auch einsammeln und dann immer eintauschen. Das wird bei jedem Mal teurer. Und das Eintauschen gibt euch dann auch mal ein Blatt, das ihr wieder dann für hier verwenden könnt. Das gibt euch alles ganz verschiedene Sachen. Und hier habt ihr dann noch, welche Gegenstände ihr freigeschaltet habt. Und auch die Fragezeichen zeigen euch, wo ihr die Gegenstände zum Beispiel bekommen könnt. Also es steht nicht, welcher Gegenstand, aber es steht zumindest, wie ihr ihn bekommen könnt. Falls ihr mal irgendwie einen speziellen freischalten wollt, damit ihr wisst, was ihr ungefähr zu tun habt. Aber die meisten kommen einfach so, könnt ihr freischalten. So, und das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein bisschen helfen. Und wünsche euch viel Spaß bei dem Spiel.